Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr deprimierenden Video. Die Band ist gedroppt für Yu-Gi-Oh! Die tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft. Und ich bin wieder mal so angepisst von Konami. Das ist einfach der biggeste Shit, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die Liste ist schon wieder so weit marketingorientiert, dass die Spieler es scheißegal sein kann, was Konami mit dieser Liste macht. Es ist wieder so eine Marketing-Profit-Gier-Liste von Konami, wo ich mir an den Kopf fasse, seid ihr alle wirklich langsam so nur noch auf das Geldgier aus, dass die Leute es ausgeben ohne Ende. Ich verstehe es nicht. Aber wir gucken mal direkt rein in die Order. Und zwar haben wir so die Barrage auf 0. Was das bringt, versteht nicht. Außer dass natürlich hier Star Brigade mit Zodiac gespielt hat, ist okay, aber finde ich jetzt nicht so krass. Dann haben wir Eva auf 1, haben meistens nur ein oder zwei gespielt, von daher macht es wirklich keinen Unterschied. Also wieder Prankets, Miau Miau, ist auf 1. Okay, bla, können sie wahrscheinlich recyceln oder müssen sie irgendwann recyceln. Und Tanky auf 1, wo ich mir auch sage, ja gut, wie ein kleiner geht für Starbrigade, aber es ist auch nicht großteils irgendwie arg viel. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Die nächste Seite sagt zumindest dennoch aus, dass Danger Nessie auf 2, wie in Japan, jetzt auch bei uns, Skycrobate Joker auf 2 und Notfallteleporter auf 2. Okay, warum auch immer. Ne? Hat ja Massenreprint bekommen, ist also en masse on heaven. Skycrawler Joker Pendel wird eh nicht schaffen, deswegen nämlich das jetzt hier: Double Iris Magician auf 3. Wen juckt die Karte? Niemanden bringt sie auf 3, ist okay. Was fehlt wieder? Schützer aller Karten Max C. Also, ich muss da nochmal sagen: So, also das Spiel wird sich schon wieder nicht ändern. Es kommen schon wieder keine neuen Decks voran, die jetzt irgendwie meta-relevant sein könnten, weil die Produkte nämlich alle sagen werden: Hier kauft doch euch die Mega-Tin, da ist die Starbrigade drin für das und das und das Deck. Dann habt ihr im Ende des Jahres habt ihr Brother of Legend mit den Droplet plus eventuell noch ein, zwei anderen, die man noch nicht weiß. Dann kommt ja noch Mago 2, also Maximum Gold 2 raus, Eldorado Edition. Da wird es natürlich auch nochmal ordentlich Reprint schallern für euch alle, damit ihr schön die Produkte kauft von Konami ohne Ende, damit ihr das Spiel weiter spielt. Ich muss sagen, ich bin mehr als enttäuscht. Das Spiel ändert sich kein Stück wieder. Es bleibt langweilig wie die letzten 3 Monate. Man wird dieselben Decks wie vorher sehen. Und ich muss sagen, es ist einfach Bullshit, was ihr macht. Es ist einfach Bullshit. Wieso kann man nicht alle 3 Monate sagen, so, ja, wir haben einfach neue Meta-Agenda, wir machen einfach das neu und das neu, müssen nicht die Spieler natürlich auch einkaufen, ist ja normal, ist ja Konami, aber man sieht halt auch was anderes anstatt immer die permanenten selben Decks und das finde ich halt leider sehr, sehr weird mittlerweile und ich bin mehr abgefuckt denn je, mir so eine Liste wieder geben zu müssen. Ist leider so, müssen wir mit lehnen, aber zum Beispiel Maxi hätte reinkommen können, das wäre eine stabilere Weise für das Spiel gewesen, um hier ganz klar zu sagen, so. Es gibt wahrscheinlich mehr Decks, die wieder mehr kommen können, um mitzuspielen. Und das fehlt einfach hier ganz stark an diesem Platz. Zum Beispiel gibt es auch genug Karten, einfach die verboten sind, die hätten zurückkommen können. Nicht nur Maxi, es gibt auch noch viel, viel mehr, die einfach keinen Sinn mehr machen auf dieser Liste. Und von daher ist es genauso eine Trashlist wie letztes Jahr. Und von daher muss ich, glaube ich, nicht viel sagen, anstatt Trashlist Forever. Danke Konami, danke für den Bullshit-Trash, den ihr uns hier wieder vorgibt und uns unser Geld aus den Taschen zu ziehen für die nächsten Produkte, die ihr auf den Markt bringt, muss man leider ganz klar so sagen. Falls ich mich täuschen sollte, was bestimmt nicht ist, weil die Listen immer marketingtechnisch ausgerichtet sind, muss man einfach sagen, shit happens, ist leider so, wir müssen mit leben, ne? Wer will das Spiel spielen, muss dieses Spiel spielen, aber es gibt ja sowieso wahrscheinlich dieses Jahr noch Remote Originals wie in Amerika haben wir jetzt wieder angefangen. Mal sehen, ob es bei uns genauso wird, die ja sowieso der größte Rotz der Welt sind.
Aber von daher, ich gehe lieber mein Locus, doch hab meinen Spaß mit anderen Decks als das Meta-Publikum. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit dieser dreimonatigen Liste, die wieder total scheiße ausgefallen ist. Und ich wünsche euch alles Gute für die nächsten 3 Monate. Schallert ordentlich rein das Geld bei Konami und viel Spaß damit. Bleibt ordentlich gesund, passt auf euch auf. Ciao!